ich stehe hier gerade vorm Traumpalast IMAX in Leonberg, die weltgrößte Leinwand, und guck mir Venom mit meiner Freundin an und mal gucken. Mache ich euch ein paar Aufnahmen und sag dann nachher, wie es mir so gefallen hat. Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich habe mir ein neues Format überlegt, und zwar den Monatsbericht. In dem Monatsbericht werde ich auch so Sachen, die halt in der Filmcommunity aufgekommen sind, was auf YouTube los war oder was bei mir so eventuell los war, werde ich berichten. Wird auch ab und zu auch meine Meinung sagen zu den verschiedenen Themen. Und dann lasst uns starten. Mein erstes Thema ist, ich war im IMAX in Leonberg. Erstmal zu den Daten. Die Kinoleinwand ist 38 Meter breit und 22 Meter hoch. Und technische Ausstattung ist noch 12-Kanalton, zwei IMAX-Laserprojektoren. Also alles State of the Art, ist richtig geil. Ja, und zu meinem Kinoerlebnis kann ich nur sagen, wow. Einfach nur wow. Also erstmal zur Bildqualität von dem Kino. Durch die Laserprojektoren habt ihr ein richtig knackscharfes, farbenfrohes Bild. Wir waren ja auch in Venom 3D drin, und von der 3D-Technik her einfach nur genial. Einfach nur genial. Die Tiefenschärfe war genial. Der Film hat auch was hergemacht, waren viele Pop-Outs drin. Tiefenschärfe war da. Und ein kleiner Money-Shot war auch noch zu sehen. Und ja, einfach nur überwältigend. Also, wenn ich jetzt eine Review über den Film schreiben müsste, könnte ich das gar nicht, weil ich einfach so überwältigt war von dieser Kinoleinwand und von dieser Kinotechnik. Normalerweise hat man ja eine Kinoleinwand, wenn man so in einem normalen Kleinstadtkino ist, da sitzt man halt hinten drin und man hat halt so ein Sichtfeld. Und hier hat man einfach, boah, ist die ganze vordere Wand eine Leinwand, und es ist einfach nur überwältigend, und kann ich jedem empfehlen, wenn ihr in Leonberg seid oder in der Nähe, oder wenn ihr auch in der Nähe wohnt, geht da einmal hin und guckt es euch an. Ist einfach eine Sichtung mal wert. In dem Kino ist einfach ein Erlebnis, vor allem wenn es dann auch noch ein 3D-Film ist, der auch noch gut produziert worden ist, sagen wir mal so. Aber ehrlich gesagt, ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass ich, wenn ich in ein normales Kino gehe, da auch keinen Spaß mehr habe, weil ich einfach dieses Erlebnis jetzt einfach, man erlebt einfach Kino neu. Ja, und zu dem Film, hat mich eigentlich recht gut unterhalten, war viel Action drin, von der Laufzeit her ist er ja auch nicht so lang wie der erste. Deswegen kommt da auch ein bisschen mehr Dynamik rein. Bloß finde ich, hätte man den Charakter von Carnage noch ein bisschen ausbauen können. Und das Ende war, der Endfight war meines Erachtens ein bisschen schnell zu Ende.
aber sonst super CGI-Effekte. Bin ja normalerweise nicht so der CGI-Effekte-Fan, aber hier bei dem Film hat es mich schon ein bisschen, oder sagen wir mal, gut unterhalten. Jo. Jo. Das nächste Thema ist 84 und ihre Preispolitik. Ja, was soll man dazu sagen? Ein normales Mediabook, ich glaube 40 Euro, ein wattiertes 50 Euro. Obwohl die Platza gegen Pharaohs in Pittsburgh kostet, glaube ich, bloß 35. Und nochmal ohne ein Mediabook, wo bloß 35 kostet. Aber das ist halt so ein DigiDreams Ramsch-Titel. Den kriegt man eigentlich hinterhergeschmissen, die Dinger. Aber, ja, meiner Meinung nach will sich da 84 einfach als Premium-Marke platzieren auf dem Markt. So meine Markteinschätzung. Das heißt, künstliche Verknappung, einen Hype generieren. Es wird halt ein Jahr vorher angekündigt. Die Leute wollen den Shit und dadurch tun die halt einen riesen Hype generieren. Und setzen den Preis ein bisschen hoch, so dass es halt auch so ein Premium-Preis ist. Ob es jetzt auch das Produkt ein Premium-Produkt ist oder nicht. Wenn man Nameless Mediabooks gewöhnt ist oder so, dann ist es eher fraglich. Aber ich denke mal, möchten sich einfach als Premium-Marke auf dem Markt platzieren jetzt und ja, wir Sammler müssen es ausbaden im Endeffekt. Vor allem, weil sie halt so geile Cover machen. Ja. Ich sehe das auch ein bisschen anders als andere YouTuber, weil ich habe in den letzten Monaten bzw. letzten halben Jahr schon beobachtet, dass einfach ein paar Labels ein Mediabook-Cover geringer limitieren und es dann halt teurer verkauft. Das hat schon Shock Entertainment gemacht. Das hat schon 8 Films gemacht. Whatever. Haben schon viele vorher schon die Grenzen ausgelotet und ist selbstverständlich, dass der 84 dann auch mal auf den Zug aufspringt, um da halt mehr Marge damit zu machen. Und was mir auch aufgefallen ist, ist einfach auch die billig produzierten Mediabooks, die einfach für 30 Euro auf den Markt geklatscht werden und die YouTuber kaufen es halt. Ich habe auch schon gekauft, habe das dann aber auch kritisiert in meinen Videos und ich finde es halt dann einfach auch heuchlerisch, wenn man dann von einem gewissen Label ein Paket bekommt mit massig Mediabooks drin und weil es gratis ist, stellt man das halt vor und macht ein bisschen Promotion für die, obwohl die Qualität halt für den Arsch ist. Und da frage ich mich dann auch, ja, warum beschwert ihr euch eigentlich? Wir Sammler sind doch selber schuld. Da haut man 30 Euro Mediabook raus, das eine scheiß Qualität hat und akzeptiert es so, macht da sogar noch Promotion für und dann halt ein Label kommt und das dann halt als Referenz nimmt. Ja, 30 Euro Mediabook ist eine scheiß Qualität, wir haben eine bisschen bessere Qualität. Ja, dann machen wir halt einen Zehner drauf. Die Leute kaufen ja auch den Scheiß für 30 Euro mit einer minderwertigen Qualität. Und ich habe jetzt ein bisschen bessere Qualität, dann mache ich halt 40 Euro. Ja, kann ich irgendwie auch ein bisschen verstehen so. Aus WBL-Sicht macht es ja auch alles Sinn. Bloß als Sammler, was ich nun mal auch bin und ihr ja auch, sind da schon ein bisschen angepisst über so eine Preispolitik. Obwohl, wenn ich mich das selbst reflektiere, dann fällt mir auch auf, dass ich auch schon für 40 Euro ein Mediabook gekauft habe, weil da ein geiles Ralf Krause Artwork drauf war. Aber irgendwie sehe ich das auch nicht mehr lange ein, da wirklich dann für einen Repack-Titel dann so viel zu zahlen. Und ich hoffe, meine Güte, ich will 84 Entertainment nichts Schlimmes wünschen oder so, aber ich hoffe inständig aus meinem
tiefsten Inneren, dass sie wirklich auf die Fresse fallen und der Schuss nach hinten losgeht. Was ich nicht glaube, weil es gibt halt immer noch viele Sammler, die wirklich sagen, okay, das Motiv ist geil. Ja, ich finde auch ein paar Motive geil, bin ja ein Ralf Krause-Fan. Und die sagen sich dann, okay, sie kaufen sich's. Und jeder Sammler fragt sich ja dann auch, ich habe mich auch gefragt, okay, das Cover ist geil, kostet einen Zehner mehr wie ein anderes Mediabook, aber das Cover ist halt geil, ist mir das Cover 10 Euro wert. Ich kritisiere auch keinen Sammler, der sich die trotzdem in die Sammlung holt, weil es muss jeder für sich entscheiden. Ich für meinen Teil hoffe wirklich, dass die Sammler langsam aufwachen und die Schar oder die Mediabooks nicht kaufen, weil ich es langsam auch nicht mehr einsehe. Und aber wenn es halt so ist, dass die Leute das kaufen, dann sollen sie es halt kaufen. Ich habe kein Problem damit, ich liebe Mediabooks, ich habe über 700 Mediabooks im Regal stehen. Ich liebe die Dinger halt einfach, ich bin auch ein leidenschaftlicher Mediabook-Sammler. Und wenn das wirklich sich in die Richtung entwickelt und jedes Release jetzt 40 Euro kostet, dann muss ich abwägen, was ich kaufe und was nicht. Und die machen sich ihren Markt selber kaputt, die Labels. Und was soll man noch dazu sagen? Ja, aber wie schon erwähnt, jeder muss selber entscheiden, ob er sich die Dinger holt oder nicht. Was ihm das Produkt für einen Aufpreis wert ist. Ja, darf man bloß hoffen, dass nicht andere Labels auf den Zug aufspringen. So, das nächste Thema ist Colors of Entertainment Mediabooks. Dann nehme ich den hier mal her. Jo, dann hat ja Ephraims Filmstunde auch einen Video gemacht, wo er bemängelt, dass die Qualität nicht gut sei. Aber ich muss sagen, ich habe hier jetzt Exemplare hier, wo jetzt keine Kratzer auf dem Bein haben, wo auch der Tray innen drin alles sauber ist. Ja, klar, man kann sich über die Farbgebung streiten, man kann sich über die Booklet-Textkammer streiten, über den Imprint, der hier einfach gespiegelt ist oder immer gleich ist, kann man sich streiten. Aber wie ich finde, von der Mediabook-Qualität her ist es wie ein Cape Light Mediabook aufgebaut, nur ein bisschen dünner. Werden ja auch im gleichen Werk produziert wie Mediabooks in Italien bei Pozzoli. Und von der Qualität her habe ich schon deutlich schlimmere für den Preis gesehen. Klar, sie sind, sagen wir mal, 3 Euro zu viel. Definitiv. Aber von der Qualität her gehen die eigentlich vollkommen in Ordnung. Das Bein ist schön zentriert, bündig. Der Back sieht auch schön aus. Hologrammsticker. Sind keine Seiten ausgerissen. Das Papier ist schön angenehm dick. Und es kommt echt von der Qualität her wirklich auch an NSM XT Video ran, so von der Dicke her. Ja, die produzieren eh alle, fast alle Labels beim gleichen Werk. Ja, bloß was mich halt ein bisschen auf der Seele brennt, ist halt, dass halt einfach die Mediabooks, dass die einfach jetzt, da findet einfach eine Hexenjagd meiner Meinung nach statt. Dass ein großer YouTuber macht ein Video gegen die und alle springen auf den Hype-Train auf und machen da einfach Hetze gegen das Label. Klar, es ist fraglich, ob da Ink Pictures dahinter steckt oder nicht. Ich habe ein bisschen recherchiert. Der Firmeninhaber von Mediex ist der gleiche, der auch den
den Uncut Store macht. Uncut Store? Wie heißt das? Auf jeden Fall den Store, der wo Ink Pictures Media Books verkauft, exklusiv. Ein gewisser Herr Ruf, ein F mehr, dann wäre es auch ein Ruff, aber ein anderes Thema. Ja, was soll ich dazu sagen? Einer macht ein Thema auf und alle haten hinterher so. Und wenn da wirklich Ink Pictures dahinter steckt, ja, ist es halt so. Obwohl da auch viel geredet wird immer. Also ich habe immer gehört, Ink Pictures hat das gemacht, Ink Pictures hat das gemacht, hat Cell geschrieben, jenes geschrieben. Und ich weiß, ich als Sammler weiß jetzt nicht, ist das jetzt alles wahr, was da hintenrum geredet wird oder nicht. Wurde da eventuell was aus dem Kontext gerissen? Gibt es irgendwelche Indizien, irgendwelche Beweise, dass es so ist, was da geredet wird? Und es ist auch ein bisschen fragwürdig, meiner Meinung nach. Andererseits, wenn da wirklich nicht Ink Pictures dahinter steckt, aber auch wenn Ink Pictures dahinter steckt, ist es einfach auch ein rufschädigendes Verhalten, was einige an den Tag bringen. Klar, wenn was kaputt ist, wie bei Ephraims 5-Stunde, dann kann man das kritisieren, aber was da dann im Hintergrund abläuft, Leute schreiben Sachen, die noch nicht mal ein Mediabook von denen in der Hand hatten, und weil da halt mal eine Lizenz von Ink Pictures, die auch Ink Pictures mal verwendet hat, ein Film dabei ist oder eine Zeichnung, die auf der Ink Pictures Facebook-Seite war, draus zu schließen, dass es gleich Ink Pictures ist, weiß ich auch nicht. Das könnte ja auch weiter lizenziert worden sein, und ja, auf jeden Fall geschäftsschädigendes Verhalten von manchen, die einfach aus reiner Spekulation da einfach die Hatewelle anstoßen. Und da sage ich für meinen Teil, da mache ich nicht mit. Klar, es ist jedem selber überlassen, was er kauft. Denn da, ich vermeide auch Ink Pictures zu kaufen. Aber wenn da wirklich was dran ist, was hintenrum geredet wird über Ink Pictures, dann ist es schon schwerwiegend. Aber wie gesagt, bisher habe ich noch keine Beweise gesehen, oder der, wo sich da auskennt, um einen YouTube oder so, könnte ja mal ein Video machen, ein Aufklärungsvideo mit Beweisen, Screenshots oder whatever. Irgendwelche Kommunikationen mit den Lizenzinhabern, was auch immer heißt, die würden Filme rausbringen ohne Lizenz, und ja. So, das war's dann mit dem Monatsbericht. Zwei sehr heikle Themen angesprochen. Meine Meinung ist meine Meinung. Ihr könnt unten in den Kommentaren diskutieren. Bleibt aber fair, nicht beleidigend. Jeder hat seine Meinung, jeder kann seine Meinung äußern. Wie gesagt, ich tue keinen Sammler verurteilen, der die 84 Sachen trotzdem kauft. Jedem Sammler ist selber überlassen, was er kauft. Und ich kann es auch selber nachvollziehen, dass manche Cover so geil ist, da zahlt man dann auch gern mal einen Zehner mehr oder so. Habe ich auch schon oft gemacht. Aber bei mir reicht's echt jetzt langsam. Wie gesagt, ihr könnt unten in den Kommentaren diskutieren. Bleibt fair. In einer ordentlichen Sprache. Aber da habe ich keine Bedenken, dass da was ausartet oder so. Dann heißt es, wünsche euch einen richtig schönen Tag. Heidi ho und ciao, ciao.